Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute in Eirischwand. Das muss jeder wissen, wo Eirischwand ist, aber man muss wissen, dass Eirischwand sozusagen im Herzen der Hallertau liegt und dort ist heute ein großer Feiertag, der Beginn der Hopfenernte. Stimmt das? Ich würde sagen, nicht unbedingt der große Feiertag, sondern da ist die ganze deutsche Hopfenwirtschaft versammelt. Und die machen die sogenannte Hopfenrundfahrt mit natürlich politischer Prominenz im Wahljahr und so weiter. Und besuchen einen Hopfenbaubetrieb in meiner Nachbarschaft, wo die Pflücke angeschaut wird. Und dann geht es weiter zum Hopfenversuchsgut nach Hüll. Ah, okay. Da werden das ist ein Name, den das kennt sogar ich. Hüll. Neue Hopfensorten. Genau, da werden irgendwelche neue Sachen wieder vorgestellt, ja, damit die Herrschaften wissen, wo ihre Gelder hinfließen und was wir in nächster Zeit für Biergeschmäcker zum Erwarten haben. Und er ist so entspannt, also total entspannt. Waren früher Hopfenbauern nie, weil das war so die Jahreszeit, die über Armut oder Reichtum entschieden hat. Na, weil er so seit wie lange machst du keinen Hopfen mehr oder seit wie lange baust du nicht mehr an? Seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren. Und ist das ein gutes Gefühl, oder? Immer, wenn die Zeit kommt und der erste Hopfenduft in die Nase steigt, das ist ein himmlischer Wohlgeruch. Wobei, das müssen Sie wirklich mal erlebt haben. Wenn es Zeit haben, fahren Sie mal in der nächsten Woche in die Holledown aus, in so einen Ort, wo Hopfen zupft wird. Das ist irre, wie das in der Luft liegt. Wenn es dann nur so ein bisschen neblig ist und ein bisschen feucht, dann kannst du trunken werden. Ne? Wenn Sie sich da an diese Kraftbiere erinnern, die jetzt immer so auf dem Markt sind, dieser urige, bittere Geschmack, das ist der Duft, der da in der Luft liegt. Ja. Durch die Hopfentrocknungen den Hopfenblüten das Wasser entzogen und der Dampf geht dann hinaus und verteilt sich in der ganzen Hallertau. Kündet von dem Reichtum dieser Landschaft. Früher war das ja alles noch ein bisschen anders. Also als ich Kind war, vermutlich sind hier noch viel, viel Leute von draußen her reingekommen zum Zupfer, weil es noch keine Maschinen gegeben hat. Ne? Genau, wie ich 10 Jahre alt war. Da haben sie mich noch mit dem Schimmi, also mit einem alten Ackergaul, in den Hopfergarten rausgeschickt. Echt? Mit der Brotzeit. Okay. Für die Hopfenzupfer aus Niederbayern. Und ich soll bitte einen Hopfen mit nach Hause bringen. Also heute brauchst du ja einen Pferdeführerschein, aber damals bist du als Kind mit dem Gaul da einen Hopfergarten rausgefahren, heimgefunden hat er von selber. Ich finde das so nett. Und das war echt der Schimmel? Das war nicht so ein Apfelschimmel. Apfel. Bei Degenbach vorne ist doch Schimmiker bei, ne? Und wie der Schimmel tot ist gewesen, haben sie immer Schipper Haie gegeben, damit keiner sagt, wenigstens der Laut war der Schimmel tot. Genau, gell? So ist es. Das ist also wirklich so ein urbayerischer Boden. Ja? Es gibt auch noch im Hallertauer Lied eine Strophe, die heißt, und wer noch nie einen Hopfer gesehen, ja, der begreift es nie, was das gerade für eine Arbeit macht, bis fertig ist das Bier. Und wenn auch einer nichts versteht, der kennt das ganz genau. Am schönsten Hopfer, das beste Bier gibt es in der Hallertau. Das habe ich jetzt nicht gekannt. Nein, aber das ist eine Strophe vom Hallertauer Lied. Ah, okay. Nein, das hat sich grundlegend geändert. Weil früher, da hat man wirklich die ganzen Trollen einzeln runtergerissen, einzeln runterzupft, dann verpacken müssen. Das machen halt alles Maschinen. Und die werden dann zu so kleinen Würstelpressen und so wird es verkauft. Ne? Also meine Familie hat die erste Hopfenpflückmaschine 1960 bekommen. Vorher ist mit der Hand gepflückt worden. Und da war 1957 hat der Hopfer mal 1000 Mark gekostet. Das muss man sich vorstellen, für 1000 Mark. Für 1000 Mark. Nicht der Zentner, oder? Zentner. Nein, der Zentner, da hast du, 1000 da hast Mark. Da hast du für 800, zu der Zeit hast du für 800 Mark am VW Käfer kaufen können. Ja. Und ein Jahr später ist der Preis in den Keller gegangen. Und 1959, wie wir das letzte Mal mit der Hand zupft haben,
hat meine Mutter immer erzählt, da haben wir 2000 Mark draufgezahlt. Aber man muss noch wissen, früher haben natürlich auch viele Bauern da einfach spekuliert und haben dann ihren Hopfen zurückgehalten in der Hoffnung, dass wenn der Markt praktisch eine Verknappung hat, dass dann der Preis steigt und dann können sie ihn doppelt so teuer verkaufen. Jetzt ist der Rärm wieder an. Also der Spruch hat geheißen, der wollte sagen, wenn es viel Hopfen gibt, ist der Hopfen ein Dreck und wenn es keinen gibt, ist der Dreck ein Hopfen. So ungefähr. Also hat es früher bei den Bauern geheißen. Also ja. Da haben sie dann auch mindere Qualitäten verkaufen können, nur damit man ein Bier brauen hat können. Und der Hopfer ist ja eine rechtswindende Pflanze, eine Hanfpflanze. Und zwar zweigeschlechtlich. Da gibt es eine männliche und eine weibliche Pflanze. Das habe ich nicht gewusst. Und dass die angeht, muss man dann immer schauen, dass er möglichst irgendwer männlich auch nicht dabei ist, oder was? Nein, da gibt es sogar in Bayern gibt's ein Gesetz, weil das ja ein teurer Exportartikel war. Da gibt es ein Gesetz, dass man in der Hopfengegend, wenn man einen männlichen Hopfen findet, dass man den roden muss. Roden? Roden. Weil wenn die Dolden, die geerntet werden, die sind jungfräulich. Ja. Wenn die befruchtet sind, wenn die Dolden befruchtet werden, dann sind sie für die Brauindustrie wertlos. Aber ich habe gemeint, das gelbe Zeug, dieser Staub, dieses Lupulin. Das ist der Blütenstaub. Das ist doch männlich, oder? Nein. Wenn die Dolden befruchtet werden, dann wächst der Samen und dann gehen die ätherischen Öle weg, die man braucht, und die Bitterstoffe und so weiter, die ganzen Inhaltsstoffe gehen da verloren. Dann ist die Blüte für die Brauindustrie wertlos. Eine total feministische Pflanze eigentlich, oder? So ist es. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Also ist der Hans, Damen und Herren, Hans Selmer, aus Eirischwang, Gastronom. Ja. Bis Gott mal der Landwirtschaft in der Schaufel gesprungen, oder wie ist es das so? Du lachst da, aber so im Rückblick. Weil wenn ich so deine, nicht Kollegen, aber die meisten Bauern anschaue, die heute noch Viehwirtschaft haben, denke ich mir oft, wenn es Kühe gäbe oder Schweine mit einem Ein- und Ausschalter, würde das Leben viel einfacher machen, ne? Ich sage, wo viel Leben ist, muss man auch was tun. Also ich sage, eine Landwirtschaft hat ja was mit Lebensmitteln zum tun. Ja. Also Leben und Mittel. Und da ist immer was zum tun, da muss man arbeiten. Ja. Aber ich sage, als Gastronom ist man nicht recht viel schlechter dran wie ein Bauer, wie ein Landwirt. Weil man muss auch immer da sein, man ist immer am Arbeiten. Also es hält sich beides in der Waage, glaube ich. Da hat keiner wenig Arbeit. Gehst du hinten auf dem Hinterhof anschauen, die wollen auch gepflegt sein, oder? Ja, das macht aber zum Glück mein Bruder. Der Bruder macht ja, das? Genau. Ja, wie viel seid ihr in der Familie, der Bruder? Also ich bin der Jüngste von vier Geschwistern. Geschwister? Ich habe Glück gehabt, ich habe Koch gelernt. Der Älteste ist der Sepp, der ist in der IT-Branche. Der Andreas ist der Landwirt, beziehungsweise der ist Assessor, Diplom-Agraringenieur. Meine Schwester ist Hotelbetriebswirtin. Und ich bin gelernter Koch und Küchenmeister. Ja. Wie macht man das, dass man dann so einen Hof hier als Event-Location am Laufen hält? Da geht es nicht ohne Werbung, oder muss man einfach so gut sein, dass sich da jeder Event rumspricht und die Leute dann gerade so reitringen, weil sie ja festfeiern wollen? Nein, ich sage, an Dorferrassen ist immer schwieriger wie in der Stadt drin. Bei unserer Rassen brauchst du einen Grund, dass du auf diese eine Idee herkommst. Ne? Ja. Also das heißt, wir müssen eigentlich in dem Sinne immer ein kleines bisschen besser sein, damit die Leute einen Grund haben, dass sie herkommen. Ne? Also man muss schon auch viel dafür tun. Und wie macht man das? Dieses Bisserl, dieses kleine Tutterl, dass das vor allem auch wahrnehmbar ist. Was man da macht. Kannst du aber, was ich jetzt, ein paar Schweißperlen mehr auf der Stirn haben, wenn es beim Kunden nicht ankommt, dann nutzt er das gar nichts, dass du geschwitzt hast, weißt du? Da nutzt es gar nichts, aber das Zauberwort ist Leidenschaft. Leidenschaft, okay. Reine Leidenschaft. Also ja. Wenn du die Leidenschaft nicht hast und nicht für deinen Beruf brennst, also wenn es nicht eine Berufung wäre, dann kannst du das auch gar nicht umsetzen. Mhm. Ja? Ein anderer fühlt sich dann nicht wohl, der geht dann weg oder will das auch gar nicht machen. Und wir sind alle mit Leidenschaft dabei. Man darf in der heutigen Zeit auch nicht hinten bleiben. Also wir haben ja alle ein großes Netzwerk, da wo wir uns bewegen. Wir haben ja alle rumgekommen, wir junge Leute. Und mein Vater hat ein großes Netzwerk schon gehabt, ich habe ein großes Netzwerk. Also wir tauschen uns mit den Fachkollegen natürlich aus. Also ob vom Bayerischen Wald bis nach Wien, bis nach Rostock rauf, egal wo, kennt man irgendwann. Und dann tauscht man sich einmal aus, man trifft sich, man geht als Gastkoch wohin, es kommen Gastküche auch zu uns. Und ja, so
lernt man dazu und kann man immer wieder mal was Neues etablieren auf dem Hof. Ja. Das heißt, also, du warst in Wien gewesen und hast da eine Zeit lang gekocht? Nein, in Wien nicht, aber da habe ich eine Freundin, die mich sehr inspiriert. Ja. Okay. Und da bin ich auch dankbar, dass mich die inspiriert. Das ist die Haya Molcho, das ist die Königin der levantinischen Küche in Europa. Levantinisch, das ist aber nicht Österreich, oder? Nein, das ist tatsächlich Israel. Israel, okay. Also die macht Levante, ja. Ja, Levante-Küche. Ja. Und die hat mir viel beigebracht die letzten Jahre. Der Luki Maurer zum Beispiel ist auch in meinem Werdegang mit drin. Da habe ich viel für den gearbeitet die letzten Jahre. Da habe ich viel dazugelernt. Ja, also wir haben rumgekommen, wir haben was gesehen und das lässt nicht aus. Ja. Levantische Küche fällt mir immer gefüllte Fisch ein. Gefüllte Fisch? Gibt es da ja? Ja, nein, gefüllte Fisch nicht, aber wir machen viel mit Hummus und okay. Kebab und seine Geschichten. Ja. Nicht unbedingt so Landwirt. Aber das kann man eigentlich nicht sagen, weil früher die Bauern, die haben ja auch nicht so viel Fleisch gegessen, wie man es heutzutage bemohnt. Gell? Nein, haben sie nicht. Also Fleisch war ja eigentlich, würde man sagen, ein Vateressen, also für den Feiertag. Ja. Also man hat sich das schon gönnen müssen und leisten können. Also wollen, sagen wir es einmal so. Also unter der Woche haben die viel vegetarisch gegessen. Ja. Hat es einen Gnädeltag gegeben? Da hat es ein Einbringen gegeben in der Früh. Die einen in den Stall gegangen, dann hat es einen Mus gegeben oder eine gesteckte die Milch zum Frühstück und das war's. Ja. Ja, ich sag, was bei uns natürlich auch in der Region dazugekommen ist, waren dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Flüchtlinge. Okay. Die haben meines Erachtens schon auch viel Kulinarik mitgebracht, die sich auch bei uns etabliert hat. Zum Beispiel ein gekochtes Rindfleisch mit einer Dillsauce oder mit einer Schnittlauchsauce, also nicht typisch nur Green, sondern einmal mit Schnittlauch oder so eine Geschichten, Hefignädel und. Das sind leider so Mitbringsel, die bei uns hängen geblieben waren und dann auch immer noch gemacht werden. Ja. Was für eine Küche hat dir am meisten Spaß gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil du schaust mir wirklich so aus, als ob du schon mal in Singapur im Herd gestanden warst. Nein, nicht direkt. Aber also Spaß machen tut mir natürlich asiatische Küche schon. Aber ich muss sagen, ich war noch nie im asiatischen Bereich. Echt? Also zumindest in Thailand oder irgendwo war ich noch nie. Ich möchte halt gerne hinfahren, aber ich schaffe es halt nicht. Ja? Das große Problem ist halt, dass diese Kolonien nicht mehr gibt. Weißt, früher hast du halt in Hongkong die Seele aus dem Leib rauskochen können als Europäer und die waren alle glücklich. Gell? Heute hast du Probleme, dass du reinkommst. Was ist so der nächste große Event hier auf dem Huberhof? Das würde mich interessieren. Der nächste große Event auf dem Huberhof, wir machen auch, im Herbst geht es bei uns mit der Ganserl-Saison los. Ja. Allerweltskirchweih, da gibt es bei uns Ganserl. Wir haben selber 150 hinterm Hauslaufen. Und da geht es halt noch los. Da haben wir eine ganze Saison wild von eigener Jagd. Mein Vater ist ein Jäger. Mhm. Aber das passt schon. Jeder hat seine Berufung und ich bleibe in der Küche. Da weiß ich, dass er gut verarbeitet wird, das Wildbret. Ne? Okay. Nächstes Jahr machen wir wieder ein Genussfestival. Da kommen dann verschiedene Gasköche, Sterneköche, Fernsehköche, die wo da ihren Bestes zur Schau geben. Und ja, verschiedene Winzer. Da ist immer was geboten da. Ja. Also Irish Wand, Damen und Herren. Man findet es über das Navi, man muss sich nur trauen, dass man es eingibt. AI. Ja, RISCHWAND, Irish Wand. Wer einmal da war, kommt nicht mehr wieder. Das ist ja so. Ja. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.